ich mache das, glaube ich, deshalb so gerne, weil die Begegnung des Zuschauers mit dem Schauspieler oder des Schauspielers mit sich selber in der Verabredung des Spiels eine Art von Schutzlosigkeit und Offenbarung von menschlichen Sehnsüchten möglich macht, die ohne die Verabredung des Spiels selten sichtbar ist und wenig Raum hat. Die Herausforderung beim achten Leben waren 1500 Romanseiten, ein Jahrhundert Weltgeschichte und 8 Leben darin zu erzählen. Ich würde gerne dem geschäftsführenden Direktor vom Theater einen Preis verleihen, der es schafft, Dramaturgen und Kostümbildnern gerechtere Gehälter durchzusetzen. Mein Name ist Jette Steckel und ich bin Regisseurin.